Oh mein Patrick, warum ist das so hoch? Ich kann nicht hochklettern. Nimm mich okay, mit. Okay, sofort. Los. Artyom, Artyom, sieh nur, wie ich mich strecke. Krusha, ich kann nicht sehen, wie du dich streckst. Es ist auf der dritten Stufe, so wie es vorher war. Nun, Artyom, ganz ruhig. Hier, auf der vierten. Gut gemacht, Krusha, das ist ein Fortschritt. Marusha, komm, zieh dich hoch. Artyom, ich versuche es ja. Du hast mich mitgenommen, Patrick, und jetzt lass uns schaukeln. Oh Mann, Gigi, ich glaube nicht, dass wir uns so lange Zeit verabreden werden. Oh Mädels, was für eine Liebe zwischen Gigi und Patrick. Diana, ich glaube nicht, dass Patrick Gigi mag. Und Gigi geht nur wegen der Checkliste aus. Mädels, schaut euch Krusha und Artyom an. Sie passen gar nicht zusammen. Krusha ist zu groß und Artyom ist, ja... Seht euch den zweiten Artyom an. Er hat Marusha gefunden. Aber sieh mal, Gigi muss nur sagen, Patrick, schaukel mich an. Und er rennt sofort los, um es zu tun. Leila, du hast dein Glück verpasst. Da ist Patrick, der sich um Gigi kümmert. Sie schaukeln. Ach, Nastia, ich werde mir einen Sportler suchen. Ich lade dich in die Stadt der Träume ein. Hier lernst du, wie man eine erstaunliche Maniküre macht. Außerdem lernst du, wie du deine Haare schnell stylen kannst, sowie wunderschöne Frisuren machen kannst, indem du einen trendigen Farbton wählst. Und sogar die Beherrschung der kompliziertesten Schminktechniken wird dir viel Spaß bringen. Schließlich ist es eine Kunst, schön zu sein, und du bist es wert. Also, Bros, wie war's gestern? Ja, wir haben nur eine Runde gedreht und sind dann nach Hause gefahren. Ah, okay. Also, Mädels, sie haben den ganzen Platz in Beschlag genommen. Suchen wir uns eine Bank, auf die wir uns setzen. Lass uns gehen, Diana. Mädchen, Mädchen, wir haben Eiscreme gekauft. Diana, dein Lieblingseis. Smile, und hier ich für danke dich. Dir. Danke, Bros. Was ist mit uns, Jungs? Leila, beruhige dich, wir haben keine Freunde. Wir haben euch auch was gekauft, damit ihr nicht traurig seid. Smile, warum hast du mir nicht die mit Erdbeeren gekauft? Weil du Melone mehr magst. Du hast recht. Danke, Leute. Herzlichen Dank. Also, Leute, gehen wir, kommt. Bros, du wirst mich tragen, ja? Na klar. Smile, was ist mit mir? Okay. Leila, wir werden zu Fuß gehen. Dima, siehst du das? Ja, ich kann es sehen. Wir sollten uns nach Mädchen umsehen, die wir herumtragen können. Krusha, ich bin ja schon genervt von dieser Hohlbirne. Jeden Tag ist es dasselbe. Basketballer und Cheerleader, Cheerleader und Basketballer. Mann, ja, schau, da siehst du es, da siehst du es. Und hier siehst du es auch. Das macht mich so krank einfach. Krusha, weißt du, warum sie alle eine Partnerin haben? Weil sie alle böse sind und wir sind cool. Deswegen ist es für uns schwer. Ja, Dima, das ist wirklich wahr. Es ist wirklich schwer für uns, gute Mädchen zu finden. Also Leute, da wir morgen keine Schule haben, ist jeder, der heute Zeit hat, herzlich eingeladen, zu meiner Tante zu kommen. Ja. Nein, Leute, habt ihr das gehört? Wieder mit dem Haus der Tante prahlen. Jungs, ich würde mich mit ihnen treffen. Krusha, verstehst du das nicht? Sie haben uns schon lange nicht mehr eingeladen, okay? Wir müssen die Party irgendwie verderben. Ja, aber wie? Ihr könnt doch nichts tun. Sie setzen sich hin und gehen zur Tante. Oh, die Verlierer reden. Eigentlich geht es nicht um euch. Ich habe euch nirgendwo eingeladen. Es ist egal, was die Ratten hinter der Katze sagen. Miau. Habt ihr es jetzt bekommen? Hast du diese Katzen gesehen? Das sind keine Ratten, das sind die fiesesten Mädchen in unserer Schule. Also warum schenkt ihr denen eure Aufmerksamkeit? Das ist es, was sie wollen. Je mehr man ihnen die Aufmerksamkeit schenkt, desto mehr schreien sie rum. Nein, also Leute, wir sind ein bisschen neidisch auf sie. Krusha, du bist die Einzige, die neidisch ist. Gigi, ich bin auch ein bisschen neidisch. Patrick, du weißt, dass das nicht höflich ist. Ich bin schockiert. Habt ihr das gehört? Diese Verlierer reden immer noch über uns. Ja, Diana, sie reden über uns. Oh Gott, wir haben es ihnen schon schwer gemacht, Mädels. Ganz genau. Sie reden, weil sie Verlierer sind. Denn nur Verlierer sagen solche bösen Dinge. Bin ich die Einzige, die das Gefühl hat, dass uns jemand beobachtet? Jemand starrt wirklich. Hört zu, ihr Idioten. Hört auf, uns anzuschauen. Verschwindet, okay? Oder soll ich aufstehen? Hört zu, wenn Browse aufsteht, rennst du weg. Könnt ihr mich nicht hören? Raus mit euch, die Cheerleader sitzen hier. Ganz genau, ihr braucht uns nicht in den Rücken zu atmen. Ach, er kümmert sich schon um euch. Eure Anwesenheit stört uns. Komm schon, Krusha, wir gehen. Ja, gehen wir. Die Footballspieler sind feige. Die Footballer kommen. Na, hat Diana euch wie üblich zu der Party eingeladen? Oder diesmal nicht? Gigi, du redest eindeutig zu viel. Halt besser den Mund. Wie? Hey, Jungs, seid lieber still oder ihr bekommt es mit mir zu tun. Okay, wir haben es kapiert. Du bist der echte Tarzan. Total. Habt ihr was über eine Party gehört? Sagt schon. Es gibt Cheerleader und Basketballspieler, die eine Party feiern. Ihr habt Pech, Footballer. Keiner interessiert sich für eure Helme. Sucht euch lieber einen anderen Sport, sonst schaut euch niemand mehr an. Ja, Kostja, ich mochte dich mal. Und jetzt? Wie auch immer, Footballer, weg mit euch. Wir haben nichts zu besprechen. Habt ihr verstanden? Wie auch immer, Kinder, ich habe einen Vorschlag. Wollt ihr was essen? Ja. Ja. Habt ihr ein paar Sandwiches dabei oder was ist? Welche Sandwiches? Du kannst eine Pizza haben, wenn du den Schlüssel von Dianas Rucksack abhängst. Für das Haus der Tante. Nein, das ist zu riskant.
Glaub mir, es ist ganz, ganz einfach, okay? Wisst ihr, was passieren würde, wenn sie es herausfindet? Leute, das wird ein Reinfall werden. Ich verstehe das nicht, Leute. Seid ihr alle satt? Also, Footballer, bestellt meine Pizza mit Wurst und ich klaue die Schlüssel dann, okay? Und ihr bekommt keine Pizza, habt ihr verstanden? Komm schon, Patrick, zieh mich runter. In 30 Minuten am Eingang der Schule. Gigi, du schuldest mir die Schlüssel. Und du schuldest mir eine Pizza. Komm, Gigi, gehen wir. Komm schon, Patrick, lass uns gehen. Kostja, schau mal, wie einfach das ist. Na gut, gehen wir Pizza holen. Gigi, du wirst teilen. Wir wollen unbedingt Pizza. Eine Pizza, das wird so gut. Klar, hier ist ein Stück Pizza für dich. Für dich und für dich. Keine Pizza. Ihr bekommt nichts von mir, verstanden? Ja, Gigi, du hast recht. Wir werden sie selbst essen. Komm schon, Patrick, komm schon. Leute, sollen wir nach der Schule einkaufen gehen? Was willst du denn einkaufen? Eiscreme. Und ich will Saft. Und ich will Pizza. Leute, lass uns in den Unterricht gehen. Wir überlegen uns, was wir im Laden kaufen können. In Ordnung, gehen wir. Los geht's. Gehen wir. Patrick, wir werden uns heute Abend unsere Lieblingspizza holen. Gigi, du bist so ein Genie. Patrick, sie kommen. Küss mich. Leute, seht euch an, was sie tun. Die kleben aneinander. Wow, Bros, sieh dir das an. Sieh zu und lerne. Also ich kann das besser. Patrick, nimm mich in den Arm, sofort. Patrick, Susa, hört auf, euch zu umarmen. Lass uns in die Schule gehen. Leila, siehst du nicht? Sie scheinen sehr beschäftigt zu sein. Was ist das Problem? Hereinspaziert. Gigi, warum küsst ihr euch direkt vor der Kamera? Wollt ihr, dass der Direktor euch sieht? Pass besser auf, sonst kriegt ihr noch Probleme. Ja, ja. Patrick, komm schon. Also bei Patrick sieht das sehr gut aus, sehr gut. Du hast noch viel zu lernen. Ja, du auch, Smile. Okay, Mädels, wir gehen zum Training, okay? Wir sehen euch, wenn ihr genug gelacht habt. Wir gehen auf die Toilette. Auf Wiedersehen. Wollte Patrick cool oder was sein? Was war das gerade? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, er wollte auch mal erwachsen sein oder so. Mhm. Patrick, halt Ausschau. Shusha, da pinkelt jemand. Patrick, bist du dumm? Da sind sie. Schlüssel, das war's. Patrick, die Pizza gehört uns. Komm, Patrick, lass uns gehen. Die Schlüssel gehören uns. Dima, was ist, wenn sie die Schlüssel nicht bekommen? Ja, dann essen wir die Pizza halt selbst. Willst du nicht auf die Party gehen? Natürlich möchte ich das. Dann brauchen wir also die Schlüssel. Wir haben unseren Job gemacht. Und du? Hier riecht es nicht nach Salami. Es gab keine Salami mehr. Wir haben eine vegetarische genommen. Öffne das. Wir schauen uns das mal an. Okay, Kostja, mach sie auf, sonst geben sie uns die Schlüssel nicht. Okay, erst die Ware, dann die Schlüssel. Zeig mir erst die Schlüssel, okay? Das ist für das Haus von Tantchen. Wo wird die Party stattfinden? Gib mir die Pizza endlich. In Ordnung, tauschen wir. Gib die Schlüssel her. Pizza. Wenn ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Also gut, Gigi, gehen wir zu einem romantischen Abendessen. Los geht's, Patrick. Also gut, Dima, wir müssen zuerst im Haus und einen Hinterhalt vorbereiten. Ja, wir werden die Party der Cheerleader und Basketballer ruinieren. Ja, mal sehen, wer hier das Sagen hat. Mädels, wir sind mit dem Training fertig. Wir gehen jetzt einkaufen. Kommt schon, sagt mir, was wir kaufen sollen. Wir kaufen sofort, okay? 1, 2, 3, 4. Jungs, ihr hättet auf uns warten können. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Schon gut. Ihr zwei Jungs geht in den Laden und ich schreibe euch per WhatsApp, was ihr kaufen sollt. Wir beenden unser Training und treffen uns danach mit euch. 1, 2, 3, 4. Mädels, nimmt gerne Platz. Fühlt euch wie zu Hause, okay? Jungs, Jungs, wollt ihr meinem Archie nicht sagen, dass ich mit euch gegangen bin? Und zu meinem auch? Mädels, keine Sorge, keiner wird es erfahren. Ja, Leute, lasst uns die Hände waschen und Pizza essen. Hört mal, Jungs, wann kommt euer Onkel zurück? Oh Mann, Mädels, er kommt nicht zurück. Keine Flugzeuge fliegen momentan. Ja genau, wir sind alleine hier, okay? Also kommt schon. Oh cool, wir können jeden Tag abhängen. Ja, solange unsere Jungs es nicht herausfinden. Okay, los geht's. Ich weiß nicht, ob das jeden Tag so ist, aber heute Abend feiern wir eine Party. Also Mädels, lass uns ein bisschen Spaß haben. Okay, Kostja, aber spuck nicht in die Pizza. Grusha, weniger Worte. Schnell Pizza essen und tanzen. Na gut, Kostja, ich gehe mit Marussia aus. Gern geschehen, aber Grusha ist immer noch hübscher. Worüber flüstert ihr, Jungs? Lass uns die Pizza essen. Dima, warum isst du nicht? Hab grad keinen Hunger. Okay, Mädels, lass uns tanzen gehen. Wie meinst du das? Wir haben noch nicht gegessen. Das ist eine Party. Bist du zum Tanzen oder zum Pizzaessen hergekommen? Also lass uns tanzen gehen. Seltsame Typen natürlich. Sie haben uns nicht einmal ausreden lassen. Komm schon, Grusha, lass uns gehen. Ich will tanzen. Kostja, Kostja, komm schon. Dima, lass uns tanzen. Ja, Marussia, komm schon. Langsamer Tanz. Kostja, darf ich diesen Tanz mit dir tanzen? Oh nein, Leute, wie konnte ich meinen Ersatzschlüssel zum Haus verlieren? Diana, vielleicht liegt er irgendwo zu Hause. Nein, ich erinnere mich, dass ich die Schlüssel in meinen Rucksack gesteckt habe. Diana,
Trägst du das Parfüm von Marusha? Nein, es riecht nach Grusha und Marusha. Riechst du nicht auch Gigi? Wie merkwürdig. Leute, wollt ihr mich verarschen? Genau so riecht das Haus meiner Tante. Es ist alles in deinem Kopf. Diana, um ehrlich zu sein, dieser seltsame Geruch, morgens hat es nicht so gerochen. Wartet mal. Psst. Wie? Sieht aus, als wäre der Onkel wieder da. Die Flugzeuge fliegen bestimmt wieder. Was sollen wir jetzt tun? Wir werden den Onkel treffen. Nein, wir müssen uns verstecken. Ich verstehe das nicht, Leute. Ich meine, habt ihr beschlossen, uns zu verstecken? Oh Mann, wir müssen uns alle verstecken, Marusha. Denn solange der Onkel weg ist, darf niemand das Haus betreten. Ja, das war ein echter Spaß. Du willst uns also verstecken? Seid still, okay? Folgt mir. Oh Mann, ich steck fest. Kostja, hilf mir. Seht ihr, Leute? Hier ist niemand. Julie... Marusha, ist jemand hier drin? Also gut, Mädels, lass uns feiern. Wir sind hier zum Feiern, oder nicht? Diana, warum ist der Fernseher an? Nastia, hast du vergessen, ihn auszuschalten? Nein, Jana, ich habe ihn nicht angefasst und auch nicht eingeschaltet. Mädels, beruhigt euch. Ich glaube, ich habe mich aus Versehen auf die Fernbedienung gesetzt und die Musik angemacht. Ich sagte doch, es ist niemand hier. Wow, das ist die Stimme von Diana. Nee, das ist nicht Diana. Das ist die Frau meines Onkels, die Blumen gießt. Kostja, ich verstehe das nicht. Hast du Cheerleader und Basketballspieler eingeladen? Grusha, pssst! Ich weiß nicht, wie sie hier reingekommen sind. Was? Sie werden unseren Jungs erzählen, dass du uns zur Party eingeladen hast. Wenn du ja weiter rumschreist, werden sie es mit Sicherheit merken. Bleib ruhig, okay? Grusha, wir sind in Schwierigkeiten. Ja, Marusha, wir haben ein Problem. Warum haben wir uns darauf eingelassen? Okay, Leute, der Plan für die Party ist, dass wir uns erst einmal vollstopfen. Meine Tante hat jede Menge Meeresfrüchte, Knödel und Pierogi im Kühlschrank. Leute, ihr könnt essen, was ihr wollt. Dann werden wir alle eine kleine Tanzparty veranstalten, okay? Ich freue mich schon so drauf. Ja, wir müssen was essen. Ich habe solchen Hunger. Nun, Browse, warte einen Moment, okay? Und dann werden wir Verstecken spielen. Oh ja, oh ja! Und wenn du dich wirklich schlecht verstecken kannst und wir dich finden, bedeutet das, du schläfst auf dem Balkon. Das ist doch viel zu kalt. Da ist schon mal jemand erfroren. Und nach dem Versteckspiel werden wir uns Masken aufsetzen. Masken! Diana, ich nehme den blauen. Diana, ich nehme eine Zitrone. Und für mich mit Granatapfel. Okay, Mädels. Die Masken der Jungs werden mit Chili-Pfeffer sein. Nein, diese Masken bitte! Okay, Leute, kommt, wir gehen in die Küche. Auf geht's! Hey, Leute, das ist nicht von mir. Wie ist dieser Football auf dem Tresen gelandet? Das ist nicht von mir. Warte, da ist Groschas Rucksack. Wie kommt das hier? Was ist das denn? Und was ist das für eine Pizza? Wem gehört diese Pizza hier? Dann habe ich wohl meinen Schlüssel nicht verloren. Hier riecht es nach Grusha und Marusha. Habe ich dir doch gesagt. Das ist ein Footballerball und Grushas Rucksack. Und wer isst die Pizza? Bestimmt Grusha und Marusha. Leute, ihr hattet recht. Sie sind alle noch hier drin. Sie verstecken sich bestimmt irgendwo hier. In Ordnung, suchen wir sie. Smile, sie werden sich wünschen, sie wären nicht hierher gekommen. Ja. Oh Mann, was haben wir nur getan? Oh Gott. Wir werden ihnen erklären, wie wir hierher gekommen sind. Nein, tu das nicht. Oh, hallo. Sieh mal, wen wir hier haben. Was macht ihr hier? Na, wir sind zu Besuch gekommen. Was macht ihr denn hier? Ja, beobachtet ihr uns oder so? Ja. Und wen besucht ihr? Ich kann mich nicht erinnern, euch eingeladen zu haben. Das war's. Ich hab euch nicht vermisst. Wir sind tatsächlich zu Dimas Onkel gekommen. Wir verstehen nicht, was ihr hier macht. Ihr seid nicht eingeladen. Mein kleiner Bruder hat einen Onkel. Dima, gibt es etwas, das du uns sagen möchtest? Diana, ich kann das alles erklären. Du brauchst mir nichts zu erklären. Die Jungs werden sich um dich kümmern. Mädels, lass uns hier verschwinden. Wir sind eigentlich hier, um Dimas Onkel zu besuchen. Hier riecht es nach Grusha und Marusha. Es riecht nach ihnen. Ja, genau.